Für euch, nämlich eine Abendroutine. Weil viele haben sich nochmal eine Abendroutine von der Schule bei mir gewünscht. Und wie ihr gerade gesehen habt, war ich noch bei meinem Opa und bei meiner Oma, denn ich bin direkt nach der Schule dahin gegangen. Bei mir zu Hause war heute keiner. Und ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr Abendroutine und Morgenroutine oder generell Routine genauso mögt wie ich. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr auch kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, geht es direkt weiter mit dem Video. Und ich habe meine Lichterkette mal angemacht, habe ich noch meine Duftkerze angezündet. Und jetzt werde ich mir erstmal gemütliches anziehen, weil ich wollte gleich auch noch was stretchen. Und das kann ich nicht in Jeans machen. Ich war heute den ganzen Tag bei meiner Oma und bei meinem Opa, wie ihr auch in meiner Story gesehen habt.
Und könnt euch jetzt schon mal gerne einen Timer stellen auf 90 Uhr, denn da kommt wieder ein neuer Beitrag von mir online. Also stellt euch unten unbedingt mal den Timer. So, ich gehe jetzt erstmal runter, mal gucken, was es heute zu essen gibt. Wir essen eigentlich immer voll spät, wir essen eigentlich nie vor 7 oder manchmal wird es auch 8 Uhr. Und das schaffst du. Papa hat schon wieder Essen gezaubert, ne? Mit wunderschönen Salat. Voila. Was hattest du? Eier. Supi. Freue mich, lecker Salat. Und ich will jetzt erstmal rüber ins Turnzimmer und gehe mich mal eine Runde stretchen. Ich muss die Airroll noch aufpumpen. Und jetzt werde ich aber erstmal hochgehen und unter die Dusche springen, weil ich bin richtig geschwitzt. Das war jetzt mal gut. Endlich duschen. Und ich dusche eigentlich immer nur abends. Kennt ihr das? Wenn es morgen einfach viel zu kalt ist, um zu duschen, macht mir Oma der Abstimmung mit, ob ihr eher morgens, abends duscht oder ob es euch völlig egal ist. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf Essen, weil ich habe schon wieder Hunger. Why you always wanna be around her now I've come
So, das war jetzt richtig lecker. Und ich gehe jetzt mal hoch meinen Ranzelpack. Yay! Kommt mal mit. Die muss ich gleich noch runterbringen. Ich vergesse mal meine Brotdose rauszustellen. Jetzt aber erstmal meinen Planer hier fertig eintragen. Ich schreibe jetzt auch meinen englischen Montag Vokabeltest. Jetzt muss ich aber daran denken, dass ich die Vokabeln in so ein Heft eintrage, was wir haben müssen. Wir haben jetzt auch so eine neue Englischlehrerin. Und ich sehe gerade, meine Batterie blinkt. Das ist schlecht. Okay, neue Batterie ist jetzt am Start. Ich zeige euch mal, was ich in meinem Planer abends immer noch so alles mache. Schaustellen bitte. Das hier ist mein Planer. Ich habe hier schon alle Fächer immer eingetragen, damit ich es nicht immer machen muss im Unterricht. Und hier habe ich immer so Post-its hier vorne drin. Vorne drin. Die klebe ich dann immer da rein. Und hier sind so Bänder. Und ich hatte überlegt, die so mit Washi-Tape so zu umkleben. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht sieht das ja cool aus. Ich guck mal, ob ich das mal mache. Und hier an den Seiten steht immer alles voll hier mit Notizen. Auf jeden Fall muss ich hier jetzt noch alles eintragen für die Vokabeln, was ich noch alles lernen muss. Und hier noch die Hausaufgaben. Das hier ist so ein Bild, was ich mir gemalt habe. Das sieht schon nach Sommer aus. Das motiviert mich dann irgendwie. Also klebe es einfach mal hier rein. Die Müsli-Schale kann ich auch mal gnädigerweise mit runternehmen. So. Ich sollte Kellnerin werden. I remember how
fight it through till the darkness turns to light. One more night, one more night. Say it's gonna be okay, 'cause this winter is so long, feels like it's haunting me. Say there's gonna be a change, 'cause I feel like I'm just holding on to yesterday. But if I wait till the Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir unbedingt einen dicken Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein weiteres mehr von mir verpasst. Und eigentlich würde ich ja jetzt noch jemanden grüßen, leider ist jetzt schon zu spät. Mein Handy habe ich jetzt auch nicht hier. Also gut, hört einfach mal euch alle und ich sage euch mal gute Nacht. Bis dann. Tschüss.